Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute bin ich unterwegs nach Potsdam, weil ich da mal was zu erledigen habe. Das war noch die Frage, welches Verkehrsmittel ich wähle, da ja hier vor 2 Tagen der zweite heftige Herbst schon übers Land gezogen ist. Aber da mich die Sonne so schön geweckt hat heute, habe ich mich dann doch für das Motorrad entschieden. Ich fahre jetzt hier in Berlin nach Köpenick drin und dann Schönefeld hinten raus und dann irgendwie mal sehen über Teltow nach Potsdam. So der Plan. Ja, die Polizei ist bei dem schönen Wetter auch unterwegs. Mal sehen, wenn ich in Potsdam fertig bin, was das Wetter sagt, da für heute Nachmittag irgendwie so vereinzelte Schauer angesagt wurden. Ob ich dann nochmal einen anderen Weg zurückwähle oder ob ich den direkten Weg wieder nehmen muss. Uch, was ist denn das für eine Ausgrabung von Fossil? Alter Multicar. So, schwupps, sind wir in Berlin. Ja, den Stau hier. Ja, und du? Ja, pack mein Telefon weg, du Nasenbär, du! Das ist auch nicht ganz ohne hier mit seinem, was ist denn überhaupt, über die Straße zu fahren, ey, da wusste er vom LKW, wusste er direkt übersehen. Ha, im Bademantel hier auf dem Fahrrad unterwegs. Wird mitten in der Woche. Da haben sie sich versteckt. Na ja, Gott sei Dank wieder freie Fahrt. Und hat sich jedoch schon einiges geändert, seitdem ich das letzte Mal hier lang gefahren bin. Ganz andere Straßenführung.
Die muss auch irgendwo falsch abgebogen sein. Jedenfalls bin ich ganz anders in Potsdam angekommen, als ich eigentlich wollte. Wir müssen mal gucken, ob ich irgendwie zum Hauptbahnhof komme. Von da aus weiß ich dann wieder, wie es weitergeht. Oh, bist du schlecht, Alter, ja, das hast du jetzt davon, ey. Gut gemacht. Ja, was sei das hier, Flatschen? Mann. Nee, da schlafen wir an dem Scheiß. Links ran. Ja, du Heckenkönner, Junge, jetzt gib Gas hier. Ah, für uns verschlafen. Gerade aufgestanden, wa? Schon verblickt. Eiszeit. Nun ja, halt aber zu. Aha. Die Babelsberger Filmstudios. Ja, Alter, was machst du denn hier? Ja, ich nur verrückt unterwegs, aber wie komme ich jetzt noch hochwandeln? Zentrum Bahnhof Babelsberg. Ich will zum Hauptbahnhof. Oder Richtung Park Sanssouci. Das würde mir auch weiterhelfen. Ui, schöner alter Trabant. Und ein Lader. Meine Güte. Aha, abgeschüttete Hamsterbacken. Wir müssten uns den Hauptbahnhof nähern. Oder irre ich mich jetzt? Nicht bremsen, fahren. Ich habe keinen Schimmer, wo ich hier bin. Ich bin schon unzählige Male durch Potsdam gefahren, aber hier war ich noch nie gewesen in der Ecke. Nur jedenfalls habe ich jetzt erstmal den Hauptbahnhof gefunden.
absolutes Kessel. Stadtimpression aus Potsdam. Wow, das ist wild. Ja. Aber gar nicht mal so unhübsch, die Gegend hier. Das sind Normalsterbliche bestimmt unbezahlbar. Und die Touristen schauen die hier nach, sagen sie, was sie wollen. Ist das eine offizielle Straßensperre hier oder was? So, Potsdam haben wir erledigt. Da der Tag aber noch jung ist, habe ich jetzt beschlossen, mal zum Kloster Lenin zu fahren. Hier vorbei an der Havel. Geräuschloser BMW. Batteriefahrzeug. Schlecht sieht ja nicht aus. Aber wie weit kommt man damit? Tja, soll ich sagen, irgendwo habe ich vergessen abzubiegen, einmal drehen und dann muss man mal ein Stück zurückfahren. Da ich jetzt hier nicht unbedingt über die Autobahn fahren wollte. Mal rechts den Radfahrer und yalla.
So, hier gab es Brennholz. Oh, reichlich sogar. Ich bin jetzt in der Ortschaft Lenin. Ups, offensichtlich war das die Einfahrt. Ja, mittlerweile hat es sich da doch ein bisschen zugezogen. Aber da sich die Saison dem Ende neigt, würde ich hier jeden Tag nutzen, um das Wetter noch auszunutzen. Und daher habe ich jetzt mich entschlossen, über die B256 zurückzufahren. Und dann, ja, wahrscheinlich über die 96, dann über die 96 wieder zurück nach Schönefeld und dann ab nach Hause. Und entlang geht es jetzt der Belitzer Spargelstraße. Ja, hier rund um Belitz kann man an einem der vielen Spargelhöfe dann leckeren Spargel essen, frisch vom Feld. Frischer geht's nicht. In die alten Heilstätten. Baumkronenpfad. Jetzt hier rüber so ein Baumkronenpfad gebaut. Nicht schlecht, könnte man sich ja mal angucken. Ja, die Spargelstadt Belitz. Sollte man meiden durchzufahren, wenn auf der Autobahn irgendwo Staus angekündigt sind, weil dann steht hier alles drin. Ja, mittlerweile hat sich doch wieder ein bisschen aufgelockert. Hoffen wir, das bleibt so bis nach Hause. Ja, man merkt schon, die Schatten werden schnell länger. Ist einfach herrlich, ein paar schöne Kurven, die Sonne scheint, die Straße ist trocken, was will man mehr?
Vorne sieht es ein bisschen bedrohlich dunkel aus. Aber wenn das mal nicht noch eine Dusche gibt. Jo, alter Wärter bedienter Bahnübergang. Wo gibt's sowas noch? Weil das jetzt immer noch trocken ist hier in Zossen, werde ich die 246 weiterfahren Richtung Mittenwalde und von dort weiter bis KW und dann. Oh, schöner Wasserturm. Ja, und dann bis nach Hause auf der Landstraße. Über wie heißt es? Zernsdorf, Gosen, Erkner, ab nach Hause. Aber so richtig kann sich das Wetter auch nicht entscheiden. Historische Eisenbahn oder was ist das hier? Wenn ich einkaufen will, musst du aber auch schwimmen können. Weil hat denn nicht so geregnet? Ich hab davon ja nur Schmidt gekriegt. Bahnhof König Wusterhausen. Wo will er denn hin?
Ja, nun hat mich der Regen doch noch erwischt. Jetzt fängt es langsam an. Aber solange es nicht mehr wird oder wesentlich doller wird, kann ich damit noch wunderbar leben. Oh, jetzt wird es doch langsam ungemütlich. Bestimmt kurz bevor ich zu Hause bin, scheint die Sonne wieder. Ist ja immer so. Wenn du denkst, jetzt fängt es an zu regnen und dann fährst du Richtung Heimat und kurz vor zu Hause reißt der Himmel wieder auf und das ist strahlender Sonnenschein. Wie dem nun auch sei, ich habe es ja noch nicht mehr weit bis nach Hause. Von daher werde ich hier das Video mal langsam beenden. Also wenn dir das Video gefallen hat, gib einen Daumen nach oben, verpasse kein Video mehr und abonniere den Kanal und teile das Video doch mit deinen Freunden. Ansonsten sage ich ciao, bis zum nächsten Mal.